Warum hat er euch angegriffen? Was hat er gestohlen? Er wollte zumindest etwas stehlen. Die Puzzleteile haben sich dann erst für uns später zusammengesetzt in Garat, als wir mit diesem alten Mann gesprochen haben, Hitzcock. Aber wir haben für die Bandstrahler eine Kiste transportiert. Ganz normaler Begleitschutz. Irgend so eine Basaltkiste. Und was da drin ist, wussten wir erst nicht. Aber dann, als wir auf der Dergel waren, hat er uns angegriffen, die Kiste gesprengt und war wohl mit dem, was drin war, nicht ganz zufrieden. Hat alles dagelassen. Dann direkt wieder aufgebrochen zu, ja, den anderen, die dann tatsächlich das Schwert dabei hatten. Ja, Mesh Aqua. Klingt vertraut. Aber ich könnte das nicht sicherlich zustimmen. Wie ich höre, wurde es drinnen. Mehrfach. Ja, mehrfach. Was kann er denn mit diesem Schwert machen? Ja, Mesh Aqua ist mächtig. Ich vermute, er wird es am. Nun, ich bin mir nicht ganz sicher, wer Herr und Meister ist. Ob Mordor führt oder ob Palygon führt. Aber er wird es Palygon gegeben haben. Denn er braucht kein Schwert. Offensichtlich hat das Schwert einen Rahmen und funktioniert auf diese Weise als Katalysator für gewisse Beherrschungsfunktionen. Unsere Frage ist natürlich. Vorgängerin hat es erlaubt, die Aachen zu kontrollieren. Richtig, aber ihr seht, Darion Palygon ist das Wohlwollen seiner dem erzdämonischen Gönnerin versagt mittlerweile. Dies bedeutet, er muss den Namen des Schwertes verwenden, um auf seine Eigenschaften zugreifen zu können. Ob er sie braucht oder nicht, ist an dieser Stelle natürlich fragwürdig. Dies bedeutet allerdings, sollte er nicht mehr in der Lage sein, das Schwert mittels des wahren Namens zu kontrollieren, ist es für ihn wertlos geworden. Dies würde es natürlich einen gewissen Angriff eröffnen, wenn man in der Lage wäre, den wahren Namen des Objektes zu ändern. Aber dies ist, nennen wir es metamagische Spielerei, die uns gerade irgendwohin verzeiht mir. Ihr habt also schon herausgefunden, dass Palygan gar nicht mehr der Säuferin dient. Sagen wir, wir hatten einige Gespräche mit vertrauenswürdigen Quellen. Wisst ihr denn, was Bahamut ist? Haben wir auch? Jedenfalls nicht ihr Sohn. Er ist ein Titan, ein Urwesen, geschaffen. Weiß ich die Quellen noch? Keine Ahnung, wahrscheinlich eher nicht, oder? Er wird als Herr der Seeungeheuer bezeichnet. So wie Shamashtu als Herrin der Seeschlangen bezeichnet wird, wird er als Herr aller Meeresungeheuer sein, als Vater. Richtig, richtig. Was wisst ihr über das Omega Therion? Nun, das ist die letzte Kreatur und die erste. Die letzte Das klingt ganz Kreatur. schreckliches, das klingt ganz schrecklich esoterisch, Avelmir. Es ist die letzte Kreatur, der Schrecken der Götter, so wird sie genannt. Ja, was glaubt ihr, was passieren wird, wenn Bahamut triumphiert? Dann ist er der Letzte. Nun, ich vermute, dein Teilleib wird sich mit dem Gesamtleib wieder verbinden und nun ja, dieses wäre vernichten. Wie kann etwas, das bereits existiert, die letzte Kreatur sein? Bahamut ist So ein wird er Teil. genannt. Bahamut ist ein Teilleib des Omega Therions. Und damit ist er ein Meister der Namenlose. Und ich sprach davon, dass Mordor nun kein schwarzer Maa war, sondern ein goldener. Nun, soweit ich weiß, das Omega-Therion wurde es angeblich vom Dämon Sultan geschaffen, nicht vom Namenlosen. Aber warte doch einmal, warte doch einmal. Wenn man die Natur der Welt als vollkommen ansieht und entsprechend die Wesenheit, die wir als Götter ansehen, beziehungsweise die wir als Erzdämonen ansehen, ich könnte hier über die Abstufung sicherlich streiten, als die größten Geschöpfe innerhalb dieser Welt ansehen. Dies ist sicherlich unvorstellbar. Richtig, es sind die großartigsten, die perfektesten, die mächtigsten Wesenheiten. Und wir sind uns aber gleichzeitig einig, dass diese Wesenheiten endlich sind. Schließlich hat sich das Arrangement der Götter in Alvaran ebenso wie die Herrscher der 16 erzdämonischen Sphären über die Zeit verändert. Wenn wir also davon ausgehen, müssen wir davon ausgehen, dass die größten und die besten Entitäten innerhalb dieser Schöpfung endlich sind.
Wenn wir davon uns ausgehen, allerdings gleichzeitig davon ausgehen, dass die Schöpfung selbst nicht unendlich ist, schließlich ist sie perfekt, kann es keine letzte Kreatur geben, denn jede Kreatur ist endlich. Und jede Schöpfung ist auch endlich. Das okay, dies können. Haben wir allerdings leider axiomatischerweise bewiesen, denn andererseits würdet ihr ja... Ich wollte gerade sagen, das ist axiomatisch. Ihr geht davon aus, dass die Kreation perfekt ist. Nun, alles andere verstößt gegen sämtliche Satinavsche Erkenntnissätze. Das Schicksal der Meere wird sich in diesen namenlosen Tagen offenbaren. Wie haben wir ausweichen? Es ist an euch zu verhindern, an euch und den anderen, dass Bahamut gebannt bleibt. Hör doch auf zu sagen, uns, das geht uns alle was an. Wir kümmern uns um diesen Alp oder wie du ihn genannt hast und dann, wie ihr ihn genannt habt, Entschuldigung. Und dann seid ihr auch mit dabei. Korrekt. Kümmert euch um den Nachtalp und ich werde euch begleiten. Und jetzt schlaft. Ihr könnt Wache halten und am nächsten Tage erwachen. Ihr seid zwar das ein oder andere Mal etwas zerstochen, die Salbe hat selbstverständlich geholfen, aber es gibt keine Krokodile, die euch aufgefressen haben. Regeneration? Regeneration. Du hast eine Doppel-1 gewürfelt, ne? Dann könnt ihr im Prinzip sogar normal regenerieren. Ich wollte gerade sagen, hat gelohnt, hat sich gelohnt, dass ich jetzt 10 Punkte Wildnisleben gesteigert habe und nicht unfähig bin, aber no, die Doppel-1 wäre immer eine gewesen. Nochmal regenerieren, krieg ich hin. Guten Morgen. Also, ich wollte wie gesagt selbst nach Talus Fort aufbrechen, wenn ihr mögt. Ich werde mein eigenes Schiff benutzen, beziehungsweise mein Boot. Ihr werdet eure Schaluppe aufwärts segeln? Das war die Idee. Das mit dem Segeln hat sich als schwierig ausgestellt. Wir scheinen rudern zu müssen. Die anderen, ich bin leider mit den Gelenken nicht mehr gar so gut bei der Sache. Ihr habt keine Ahnung vom Segeln. Wir haben den ganzen gestrigen Tag gerudert. Ja, wir hätten sehr gerne eure Hilfe. Also gut, dann lasse ich mein Boot hier zurück und fahre auf eurer Schaluppe mit. Ich hoffe, mein Schnarchen hat euch heute Nacht nicht zu sehr gestört. Nein. Kaum gehört. Ja, gemeinsam mit Faramut Ibn Benaiman könnt ihr relativ einfach den Tadusim trotz der Strömung entlang fahren. Es ist fast so, als würde der Fluss ganz natürlich sich dem Meister des Flusses beugen und euch dann nach weiteren 8 Stunden nach Talus fortbringen. Hier gibt es auch so etwas wie eine Brücke, ist es nicht. Es ist einfach nur ein Tau, was über den Fluss gespannt worden ist. Transporte finden aber aktuell auch nicht statt, sodass ihr dann auf der Südseite von Talus Fort einlaufen könnt, da einfach nur wieder festmacht. Faramut würde einfach dann vom Steg draufsteigen und dann euch jeweils die Hand reichen, damit ihr dann selber nachkommen könntet. Und dann ein paar Dorfbewohner hier in Talus Fort, viele sind das nicht, vor allem viele Fischer, begrüßen. Also, ich werde erstmal hier etwas beschäftigt sein. Ich hatte El Haki ja damals schon gesagt, dass es von hier aus in Richtung Süden geht. Immer in Richtung Süden, bis ihr dann kurz vor dem Massiv seid. Ihr werdet auf Kragawar stoßen. Und dann wird es sehr, sehr sumpfig. Viel Erfolg. Hab Dank, dass ihr uns begleitet habt. Konnten von euch noch viel lernen. Sehr gerne. Darf ich eure Schaluppe behalten? Oder holt ihr die hier wieder ab? Ich würde die abholen. Vielleicht könnt ihr ein Auge drauf haben. Wie lange werde ich unterwegs sein? Sicherlich 2-3 Tage. Ich werde einmal nach Jabari mit eurer Schaluppe segeln und dann noch einmal nach Nabatiel, aber in 3 Tagen bin ich wieder in Talus fort. Ja gut, bei euch ist sie vermutlich in besseren Händen als bei uns. Vermutlich. Also nicht, dass ihr euch aufregt oder so, wenn eure Schaluppe weg ist. Och, nein. Bin noch etwas flussaufwärts. Also dann, gut. Viel Erfolg. Danke. Solltet ihr den Nachtalp gebannt haben, dann nehmt etwas mit, das das beweist. Welchen Nachtalp? Den Nachtalp. Ah. Ein Herrscher von Talusa. Nein.
Nun, den könnt ihr meinetwegen auch besiegen, aber die als Effertkirche halten uns aus der Politik heraus. Nein, nein, ich meine den ehemaligen Meister von Darian Palegan, den Nachthalb. Gebannte Wesenheiten haben selten die Angewohnheit, verwertbare Überreste zu hinterlassen. Er sagte uns doch, er hat diese Aufgabe, er muss darauf aufpassen und erst wenn wir die Aufgabe für ihn erfüllen, kann er sich was anderes widmen. Noch einmal, sagt mir, wie wir euch also beweisen sollen, dass wir ihn gebannt haben. Das solltet ihr euch etwas einfallen lassen. Immerhin bewacht er einen Tempel. Wir finden schon eine Möglichkeit. Also, wenn er diesen Tempel bewacht, dann reicht es doch aus, irgendwas aus dem Tempel mitzunehmen, denn wenn wir ihn nicht bannen, dann kommen wir da sowieso nicht rein, gehe ich mal von aus, oder? Genau, das ist eine unbeweisbare Behauptung. Nein, nein, er hat schon recht. Hör doch mal auf das Jüngelchen. Viel Erfolg. Das ist nicht mein erster Gang in so einen alten Tempel. Effort mit euch. Ja, und hör durch. Und mit einem Lied auf den Lippen geht's dann in Richtung des Sumpfes. Also Walter ist mit dem Lied, der Rest mit gereimten Kopfschmerzen. Wollen wir denn schon direkt in den Sumpf? Wir wollten doch hier in Talos Fort, was, oder nicht? Nein. Er hat uns diesen Namen erzählt von diesem einen, der weiß, wo der Tempel ist. Ein Führer? Ja, aber der ist im nächsten Dorf, das irgendwo in Richtung Süden ist. Das habe ich auf der Karte. Das haben wir doch gesagt. Nein, nein. Es ist super, wie ihr zuhört. Ihr wollt jetzt nach Süden. Ihr wollt jetzt zum Dorf Kragawar. Und dort findet ihr den Kadi. Ein gealterter Schwertmeister. Warum hat mir denn irgendwer gesagt, Belhakia hätte gesagt, dass sie nach Chabari sollen? Ja, Talus Fort und Chabari, das ist ungefähr auf der gleichen Grenze. So, wenn du jetzt nach Süden gehst. Okay, ich verstehe. Ja, ist gut. Ja, ist gut. Ich habe mich hier von ungefähr und der Tatsache, dass ich hier auf dieser Karte irgendwie 30.000... Was sind 120 Meilen? Ist das immer zu 10? Aber ist trotzdem, wir könnten trotzdem probieren, in Dallas einen Führer zu bekommen. Wäre nicht schlecht. Ja, also ein Sumpfkundigen wäre nicht... Fehlt uns noch was an Ausrüstung? Hat man denn in einem Sumpf normalerweise? Moskitonetze. Also ich habe mir gedacht, was wir für Maraskan gebraucht haben, wird für einen normalen Sumpf auch taugen. Also Shia haben wir. Die wurden uns von Lahalkash angefertigt. Auf Weisung von, oder besser gesagt auf Beschreibung von unserem sumpfkundigen Nostrianer. Alfata. Genau, da hattest du dich ja drum gekümmert. Richtig, aber Ronga ist nie davon ausgegangen, dass wir die tatsächlich benutzen. Weil er hat keine Ahnung wie. Also liegen die noch auf der Avianda? Nee, die haben wir mitgenommen. Achso, die habt ihr mit. Ich meine, man weiß nie, wann man die braucht, aber Ronga will die nicht benutzen. Suchen wir uns erstmal einen Führer. Vielleicht kann er uns sagen, was uns noch fehlt und was wir noch brauchen. Ja, einige Zeit später. Dürfen wir mal auf Gassenwissen würfeln? Hallo? Gassenwissen im Dorf? Hier gibt's keine Gassen. Was willst du mir sonst anbieten? Dorfkenntnis. Dorfkunde. Fitnessleben. Um was zu machen? Ich wette, Bauer Rubel. Einen hat das. Führer zu finden. Ach so. Etikette. Menschenkenntnis. Etikette? Ja. Also, Ackerbau würde bestimmt gehen. Dann weiß Ackerbau, ich, ja. Hat kein Gebräuch. Würfel auf Ackerbau. No, warum Ackerbau? Würfel auf Skifahren. Okay. Ich brauche gleich. Okay. Okay, mal, du hast die Fall gesteigert, wir würfeln alle einfach auf Gassenwissen, okay? Ich bin doch nicht wahnsinnig. Ich habe handfeste Beweise zum Gegner. Ja, ihr könnt euch ein bisschen herumfragen und Abel, ihr findet dann nach einiger Zeit neben einem Stand von einem Händler dann auch einen Jungen, so im Alter von 17, 18 Jahren, der dann nickt. Ja, Effendi, ich kann das tun, ich kann euch führen, aber nur nach Karakawa. Und das würde uns ausreichen. Wie viel verlangst du dafür? Pro Tag 1 Silber. Das scheint mir angemessen. Wie heißt du? Ihr könnt mich nennen, wie ihr wollt, aber alle anderen nennen mich Buchi. Buchi? Buchi. Buchi. Das ist mein Name, Buchi, Effendi. Ja. Alles klar, wie ihr wollt, du bist dabei. 1 Silber. Ja. Aber nur nach Kragawa. Weiter wollen wir auch nicht. Wir wollen nicht ins Talos-Massiv hinein. Hoffentlich.
Gut, gut, folgt mir. Der Weg ist einfach, nur über den Knüppeldamm. Brauchen wir noch etwas? Habt ihr ein Zelt? Haben wir ein Zelt? Keine Ahnung. Gehe ich von aus. Gut, wir haben ein Zelt. Dann habt ihr alles. Kommt mit. Ja, er schnappt sich einen Stock, mit dem man dann geht, und einen großen Rucksack, der wohl irgendwie schon gepackt war, und würde dann euch an der Hand nehmen, einfach dem Knüppeldamm in Richtung Süden. Der Weg ist überhaupt nicht schön ausgebaut. Es sind auch allerlei Tiere, die ihr links und rechts erkennen könnt. Gerade wenn ihr dann nicht mehr am strömenden Talusim seid. Aber es gibt trotzdem auch einige Läufe, die dann nicht nur links und rechts, sondern auch unter dem Knüppeldamm oder neben dem Knüppeldamm im Weg führen und dann irgendwo von den Bergen in Richtung des Hauptstromes führen. Also es ist sehr, sehr matschig, und solltet ihr vom Knüppeldamm herunterspringen oder gehen wollen, dann werdet ihr direkt in sowas wie einem Sumpf versinken. Aber dadurch, dass ihr den Knüppeldamm noch ausgebaut habt, es wäre sich nicht vorzustellen, was dann passiert, wenn der fehlt. Es wurde euch aber schon angekündigt, dass der ab Krakava fehlen soll. Und so geht ihr. Ihr seid irgendwann gegen 16 Uhr in Talusfort angekommen, sodass ihr dann auch am restlichen Tage nicht mehr allzu weit kommt. Und könnt dann ein weiteres Mal direkt auf dem Knüppeldamm übernächtigen. Regeneration müssen wir jetzt, glaube ich, nicht auswürfeln. Ich gebe euch einfach eine Minus für Minus 3. Regeneration Minus 3, falls ihr eine braucht. Und dann könnt ihr am nächsten Tag weiterziehen, bis ihr dann am Ende des Tages in Krakava ankommt. Ja, vielen Dank. Ich würde da den Führer bezahlen. Bleibst du hier oder? Ich kann bleiben, wenn ihr wollt, aber ich bleibe nur hier. Natürlich. Ich würde dir dann ausbezahlen durch zwei Tage. Hier hast du 2 Silber. Und hier noch einen dazu, weil du uns gut geführt hast. Das ist sehr nett. Ihr sucht den Kadi? Er ist ja in der Mitte, beim Reis. Dann gibt es auch hier einen Schwertmeister herumlungern. Das ist der Kadi, Effendi. Tamayat ibn Itobal. Ich kann euch bringen. Ich kenne ihn. Gerne. Führt uns. Ja. Wenn ihr den Steg entlang lauft, also der Knüppeldamm wird dann hier zu einem letzten Steg. Immer sehr runde Häuser und in der Mitte, wie gesagt, auch ein großer Speicher. Die Dorfbewohner sitzen am Rande des Steges, des Knüppeldamms, und halten ihre Ruten ins Wasser, sodass sie dann selber alle irgendwie fischen, vor allem Aale, also es sind keine Fische, sondern Aale, die sie hier aus dem Wasser ziehen und die dann irgendwie in großen Eimern herumzappeln. Der eine oder andere stößt sogar Blitze aus. Und wenn ihr dann in die Mitte kommt, könnt ihr dort einen weißhaarigen, um die 60 Jahre alten Mann sehen. Er ist Thulamide, seine Haut ist aber etwas fahl und wohl auch schon mit der einen oder anderen Narbe versetzt. Er hat an seinem Gürtel ein Tuzak-Messer in seiner Scheide. Erinnert mich ein bisschen an Enki. Wer ist Enki? Das ist eine Stadt im Svelte. Enki. Enki, habe ich ja gesagt. Ja. Die sieht genauso aus. Naja, ist ein bisschen größer. Aber die Leute starren euch allesamt an. Niemand redet ein Wort. Kein einziger. Man weicht nur so ein bisschen zurück. Wenn ihr sie ansprecht, dann heben sie nur ihre Hand nach dem Motto Stopp und schüttelt mit dem Kopf. Wir suchen nach dem Kadi. Der Flussvater schickt uns. Ja, der kleine junge Buchi bringt euch dann auch, wie gesagt, in die Mitte. Und vor dem Schwertmeister bleibt er dann stehen und erhält sich kurz. Das ist wohl ein sehr starker thulamidischer Akzent. Scheint dann zu nicken und setzt sich dann in die Mitte des Haupthauses. Tamayat ibn Itobal tritt dann auf euch zu. Was wollt ihr? Nun, wir suchen den Tempel der tiefen Tochter. Der Meister des Flusses Faramut ibn Benayaman schickt uns.
Der Weg ist gefährlich. Das ist uns bewusst. Wir müssen ihn trotzdem gehen. Ihr gefährdet eure Seelen. Nun, nicht zum ersten Mal. Aber zum letzten. Das weiß ich jetzt nicht unbedingt. Wie auch immer, wir müssen diesen Weg beschreiten. Lasst ihr uns passieren? Ihr seid frei, in die Sümpfe zu gehen, aber den Weg können wir euch nicht sagen. Warum denkt ihr, dass dieses Abenteuer gefährlicher ist als alle, die wir zuvor bestritten haben? Weil hier alles begann. Und hier wird es enden. Nun, das wäre schön. Es zu beenden, hoffen wir. Er schätzt euch ab. Könnt ihr auf euch aufpassen? Besser als die meisten. Er nickt und zieht dann sein Totzackmesser. Ohohoho, nicht so feindselig. Ein Duell. Zeigt mir, dass ihr euch verteidigen könnt. Raffin? Ich bin dafür, aber mir kämpft. Ja, du schaffst das, Raffin. Nee, die Frage ist, wen fordert er denn heraus? Oder fordert er uns als Gruppe heraus? Er schaut zu Zulamin. Okay. Oh. Bist du in Amantrotz noch, oder? Würde ich eine Verbeugung machen und anfangen, Zulamins Rucksack hier vom Rücken zu nehmen.